ihr Schwarzmaler. Ich verwandle heute mal wieder 3 YouTuber in Disney-Figuren. Heute hat es Malwanne, Shania Bo und Cold Mirror erwischt. Also Kuckuckuchu, los geht's. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich hab geklaut und wusste bisher gar nichts davon. Malwanne hat das Format hier schon vor mir gemacht. Vor einem Jahr hat sie nämlich selbst mal ein Video hochgeladen, in dem sie sich selbst als Disney-Prinzessin gezeichnet hat. So wurde ich zu Belle. Ehrlich gesagt wusste ich bis vor 2 Monaten oder so überhaupt nicht, wer Malwanne ist. Deswegen konnte ich auch gar nicht wissen, dass sie das Video gemacht hat. Jedenfalls habe ich ein Video von ihr angeklickt und zack saßen wir da. Malwanne und ich und haben mitten im Hochsommer einen Adventskalender nach dem anderen ausprobiert und Pseudo beschnuppert. Ich bin immer noch für Geruchsfernsehen. Als Weihnachtsnerd, der seiner kompletten Familie jedes Jahr selbstgemachte Adventskalender aufzwingt, feiere ich ihr Adventskalender-Sommelier-Format total. Und bin auch dezent neidisch, dass sie so viele Türchen auf einmal öffnen darf. Aber wo ist denn da die Schokolade? Elfi, da ist keine Schokolade drin. Wie soll die denn da reinpassen? Da sind nur Bilder. Zuerst dachte ich, dass Ariel super zu Malwanne passen würde. Ariel macht auch immer, was sie will, setzt sich über den Kopf ihres Vaters hinweg, will Abenteuer erleben und als Vanessa mal rot gefärbte Haare hatte, hat sie sogar selbst gesagt: Ich sehe echt aus wie Ariel, weil ich das Pony auch so zur Seite genommen habe. Also habe ich genau das versucht. Aber irgendwie habe ich es beim Zeichnen nicht mehr so gefühlt. Das ist Malwanne, aber eigentlich merkt man es gar nicht. Vor allem, wenn ihr die Kamera so hin und her weg. Mir hat's nicht gefallen und ich wollte neu anfangen. Hab aber gemerkt, dass ich richtig verkopft an das Video rangegangen bin. Deshalb habe ich einfach ein bisschen rumgescribbelt, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Rein von der Optik her lag's ja nahe, Malwanne als Schneewittchen zu zeichnen. Die dunklen kurzen Haare, die braunen großen Augen. Mir war Schneewittchen als profillose Prinzessin aber irgendwie viel zu blass. Aber andererseits, die Alte hat mal locker Hausfriedensbruch begangen, sich Zutritt zum Haus der Zwerge verschafft und sich dann an ihren Essensvorräten vergangen, was einen ganz klaren Diebstahleinbruch darstellt. Und obendrauf hat sie noch kackendreist beschlossen. Der Igel wohnt jetzt hier. So eine H***. Also so ein unbeschriebenes Blatt ist die jetzt echt nicht. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Wer hat meine Toilette vollgeschickt? Falsches Märchen. Also bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich Malwanne diese ganzen schlechten Eigenschaften zuspreche. Aber ich habe entdeckt, dass sie vor ein paar Monaten den Stachelbeerenkuchen aus Schneewittchen nachgebacken hat. Also, Malwanne wird zu Schneewittchen. Aber ohne den Monarchenquatsch. Sonst kann ich nicht aufstehen. Irgendwo habe ich gelesen, dass Zitronengelb Vanessas Lieblingsfarbe ist. Ich hoffe, das stimmt auch. Ich habe ihr jedenfalls deshalb ein gelbes Shirt verpasst. Zusammen mit einer blauen Hose hätten wir dann auch die Hauptklamottenfarben vom Original Schneewittchen drin. Ich habe ihr dann noch ihre Tattoos verpasst und Pfannenwände und Cocktailglas in die Hand gedrückt. Und dann hatte ich aber Bock, noch ein bisschen digital daran rumzududeln. Danach habe ich mir alles ausgedruckt, aus Draht noch ihre typische Nickelbrille gebastelt, alles zusammengefummelt. Und das wäre dann meine Eigeninterpretation der Schneewandchen mit interaktiven Tinef. Cuddy aka Cold Mirror wollte ich als Dory aus Findet Nemo zeichnen. Irgendwie, ich weiß nicht. Dory hat eine sehr, sehr ähnliche Art zu sprechen wie Cold Mirror. Dieser lustige, leicht verpeilte Unterton und auch die Art, wie beide ihre Stimme variieren können. Also eigentlich vergleiche ich hier natürlich Anke Engelke und Cuddy, weil Anke ja die Synchronsprecherin von Dory ist. Könnt ihr euch nicht auch vorstellen, dass Cold Mirror plötzlich Walisch spricht und nach Pisham in 42 Wallaby Way Sydney sucht? Hallo, was ist das denn? Wie eine fette Party! Cold Mirror ist für mich irgendwie so der Ursprung der deutschen YouTuber-Szene. Ich erinnere mich noch gut dran, wie ich früher die Harry Potter-Parodien gefeiert und darüber gelacht habe. Ich meine, sie hat ja so einen Impact auf mich, dass ich selbst vor kurzem eine Fresh Dumbledore-Parodie in mein Video eingebaut habe. Wie du vielleicht bemerkt hast, hat sich jemand an dieser Erinnerung zu schaffen gemacht. Mic drop!
passt das mit Dory einfach, weil beide total lustige, aber auch irgendwie tragische Charaktere sind. Dory verliert ihre Familie, weil sie einfach total vergesslich ist und sich immer nur an die letzten Momente erinnern kann. Darum wirkt Dory auf alle immer so ein bisschen strange. Und auch Cuddy hat keine so einfache Kindheit hinter sich. Ihre Eltern lassen sie scheiden, sie wird zum Außenseiter, leidet unter Depressionen. Aber genau wie Dory hat auch Cuddy sich nicht unterkriegen lassen und sich mit YouTube und ihren Harry Potter Parodien einen eigenen Safe Space geschaffen. Trotz dem ganzen Mist, der sie in ihrem Leben aus der Bahn geworfen hat, hat sie trotzdem ihren Humor nie vergessen und damit viele, viele Menschen zum Lachen gebracht. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum wir sowohl Cuddy als auch Dory so mögen. Sie machen ihr Ding, nehmen sich selbst nicht zu ernst und sind einfach komplett authentisch. Gut, wie packt man jetzt menschliche Gesichtszüge auf einen Fischkopf? Ich habe versucht, Dorys Augen der Augenform von Cuddy anzupassen. Und weil sie auch oft auffälligere Frisuren trägt, habe ich versucht, eine dieser Friesen mit dem Fischkörper zu verwursteln. Wurst und Fisch in einem Satz. Keine gute Kombination. Damit Dory Cuddy nicht austrocknet, habe ich sie noch in Wasser getaucht. Seit ich mit dieser Videoreihe angefangen habe, ploppt immer wieder ein Name in den Kommentaren auf. Schneier Bo! Ich hatte ja vor diesem Video auch noch eine Insta-Umfrage gemacht. Und... Shania! Shania! Shania Bo! Shania! 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 Es gibt keinen Zweifel, welche YouTuberin ihr gerne als Disney-Figur sehen möchtet. Ich habe lange überlegt, wer zu Shania passt, aber bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Ihr habt alle Aurora vorgeschlagen, aber ich versuche, wie gesagt, immer den Charakter des YouTubers mit dem der Disney-Figur zu vergleichen. Und Aurora oder Dornröschen hat überhaupt einen Charakter? Die pennt doch die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, dass diese Oldschool-Disney-Prinzessinnen irgendwie so ein veraltetes Frauenbild darstellen, ganz nach dem Motto: Ich bin eine Prinzessin und warte auf meinen Prinzen und bis dahin bin ich keine eigenständige Persönlichkeit. Und danach noch weniger. Ich weiß, ich habe mal wann als Schneewittchen gemalt, aber das habe ich euch ja schon erklärt, wie das zustande kam. Wer hat meine Toilette vollgeschissen? Jedenfalls wollte ich für Shania eine andere Figur, die besser zu dem ganzen kreativen Kunstkram passt. Und da hat mich jemand von euch auf eine bessere Idee gebracht. Alice im Wunderland. Und ja, irgendwie finde ich das passend. Alice stürzt sich in ein Abenteuer, das vor Fantasie und Kreativität nur so strotzt. Im Wunderland gibt's etliche fantastische und verrückte Wesen und Charaktere und es scheint keine Grenzen zu geben. Ich für mich als Kunst-YouTuberin finde das irgendwie eine sehr coole Vorstellung, einzutauchen in seine Fantasiewelt und dort so eine Art kreative Spielwiese zu haben, in der man alles machen kann und sein kann, was man will. Ja, okay, ich brauche jetzt keine Agro-Königin, die meinem Schädel gefährlich nahe kommen will. Aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus will, hoffe ich zumindest. Ab mit dem Kopf! Übrigens ist die ursprüngliche Geschichte zu Alice im Wunderland vom Autor Lewis Carroll auch eine Kritik an der damaligen und heutigen Gesellschaft. Das Wunderland ist ja nicht nur schön, sondern auch teilweise gefährlich. Aber Alice meistert alle Herausforderungen, weil sie unvoreingenommen und mit kindlichem, vielleicht sogar naivem Verstand an die Dinge herangeht. Ein Erwachsener wäre wahrscheinlich ängstlicher und viel weniger intuitiv unterwegs und hätte seine eigenen Blockaden und Hemmungen im Kopf, wodurch er scheitern würde. Ja, und warum? Weil wir alle nach total seltsamen Normen und Regeln erzogen werden. Ich sag nur, das macht man so, weil das haben wir schon immer so gemacht. Oder willkommen im Leben. Ich sehe das leider auch so oft in der Kunstcommunity. Da wird sich gefragt, ob man schon bereit ist für diese oder jene Technik, ob Bleistift besser schraffiert oder gewischt wird oder ob es fake ist, wenn man nach Referenzen zeichnet. Alles Bullshit. Es gibt Kids, die mit den Fingern malen und rumpanschen und den größten Spaß ihres Lebens haben. Da fragt auch niemand, aber ist das jetzt korrekt? So wie dieser Dreijährige die Juxtaposition im goldenen Schnitt auf die offenporige Nappa-Lederrückwand des Sofas seiner Erziehungsberechtigten zutage gebracht hat? Und das Gleiche erfahren ja auch viele, die YouTube ernsthaft als Job machen wollen. Da kommen oft solche Sätze wie: Ja, aber willst du denn nicht was Richtiges machen? Oder: Ja, vielleicht findest du ja noch einen richtigen Job. Und ja, auch das ist ein Abenteuer, in das wir YouTuber uns reingestürzt haben. Mit einer gewissen Ladung kindlicher Naivität. Einfach, weil man Bock drauf hatte und mal eine Entscheidung getroffen hat, ohne auf die ganzen vernünftigen und erwachsenen Stimmen um einen herum zu hören.
Meine Alice Schneier trägt jetzt ihren ganz eigenen Style. Das große Künstler-Jeanshemd, Pinsel und ja, ich habe zu spät bemerkt, dass Schneier Linkshänderin ist. Aber hey, im Wunderland ist alles ein bisschen anders und deswegen darf die Zeichnung auch arty-farty aussehen und muss nicht Disney-Comic-mäßig flächig sein. Wenn es euch bückelt auf einen vierten Teil Disney-YouTuber, dann packt mir eure Vorschläge gerne in die Kommentare. Hier gibt's noch weitere Disney-YouTuber. Tschö. Ciao und bis bald.